Ich begrüße CEO von Opel Automobile, Florian Hüttl. Ja, herzlich Herr Hüttl, willkommen bei Opel. Sehr schön. Was erwarten Sie von dieser IAA 2024 in Hannover? Ja, die IAA Transportation 2024 ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kommunikationsstrategie. Mhm. Es ist eine Möglichkeit, einerseits unser Know-how, unsere neuesten Entwicklungen, unsere Produkte einem großen, fachkundigen Publikum aus aller Welt zu zeigen. Ja. Das ist sehr wichtig für uns. Mhm. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Branchentreff. Das heißt, wir haben die Möglichkeit zu sehen, was in den verschiedenen, beiden verschiedenen Herstellern, Zulieferern derzeit passiert. Und insofern ist das eine sehr wertvolle Plattform für uns. Perfekt. Die drei größten Innovationen von Opel, ich sehe schon den großen Hydrogen-Van, ich sehe elektrische Fahrzeuge. Ihr seid voll ausgerüstet. Genau, also in allen Richtungen. Wir gehen bei Opel konsequent den Weg in die Elektrifizierung, in die Null-Emissions-Mobilität. Und wir zeigen hier sehr wichtige Produkte. Zum einen hier den Movano Hydrogen, also einen Wasserstoff-Brennstoffzellen-getriebenen Movano. Das ist eine Premiere hier bei uns. Und das ist für uns in der Strategie der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie ist das der zweite Schritt. Okay. Wir haben ja schon vor einigen Jahren den Vivaro E-Hydrogen auf den Markt gebracht. Und mit dem Movano gehen wir jetzt in das nächste Kapitel. Und wichtig auch, dass wir die Fahrzeuge in unseren Werken auf der Linie produzieren und damit auch die entsprechenden Skaleneffekte, die Möglichkeit, in größeren Stückzahlen schnell zu produzieren, auch sicherstellen können. Perfekt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir zeigen den neuen Combo Electric. Der Combo Electric steht exemplarisch für die gesamte Strategie bei Opel, den Weg in die Elektromobilität mit einer sogenannten Multi-Energy-Plattform-Strategie zu gehen. Das heißt, wir nehmen unsere Modelle mit in die elektrische Zukunft, indem wir sie in einem ersten Schritt mit verschiedenen Antrieben ausstatten. Okay. Und so gibt es den Combo wie auch jeden Opel seit diesem Jahr mit einem Verbrennerantrieb oder mit einem Elektroantrieb, je nachdem, wie weit der Kunde eben schon ist in seiner Reise in die emissionsfreie Zukunft. Sehr gut. Und dann als Drittes könnte ich vielleicht noch die Lichttechnologie nennen, die bei uns bei Opel sehr wichtig ist. Okay. Wir setzen hier im Combo die Intellilux Matrix Headlamps an. Das ist ein Lichtsystem, das es Ihnen erlaubt, jeden Lichtpunkt individuell ansteuern zu können. Okay. Damit, also um es grafisch darzustellen, Sie können quasi ein entgegenkommendes Fahrzeug ausschneiden. Dann quasi. Genau. Okay. Und alles andere bleibt erleuchtet. Also Lichttechnik ist sehr wichtig. Sehr cool. Sehr cool. Da zeigen wir die Intellilux. Wunderbar. Perfekt. Was macht Ihnen die größten Sorgen? Ich meine, abgesehen von den ganzen politischen Umwälzungen, die wir haben, kann auch eine kranke Katze sein, irgendwas, wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft blicken, wo sind da die größten? Also, es stimmt, die Autoindustrie ist im Moment in einer Phase der tiefgreifenden Transformation, der größten Transformation in ihrer Geschichte. Wir gehen den Weg in die CO2-Neutralität, das ist unsere Aufgabe, das müssen wir jetzt auch tun. Eine solche Transformation, ist natürlich eine große Aufgabe. Ja. Und wir haben uns bei Opel so aufgestellt, dass wir den Weg in die Elektromobilität schrittweise gehen können durch die Multi-Energy-Strategie. Und was wir dafür brauchen, was auch wichtig ist, ist das Verständnis, dass es sich bei der CO2-neutralen Mobilität um eine gesellschaftliche Aufgabe handelt. Ja, das ist keine Aufgabe nur für den Autohersteller. Und da brauchen wir eben, und das muss auch weiterhin so passieren, Investitionen in die Ladeinfrastruktur in ganz Europa. Wir brauchen eine klare politische Linie, auch ein klares Bekenntnis. Ja. Und das ist wichtig, dass das auch kommt, und zwar durch die überall in Europa. Und dann werden wir die Transformation schaffen und vor allem auch unsere Industrie, die Autoindustrie, die so große Bedeutung hat für Deutschland, absolut, für unseren Wohlstand, absolut, auch in die Zukunft mitnehmen können. Und das ist unsere Aufgabe. Sehr gut. Konkreter Blick in die Zukunft nach der IAA ist vor der IAA. Was werden wir in 2 Jahren hier sehen? Oder wo denken Sie dahin, wenn Sie 2 Jahre weiterdenken? Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir weiterhin neue Antriebskonzepte, neue Technologien, Weiterentwicklung der bestehenden Konzepte sehen werden, dass es mehr und mehr um Ladetechnologie geht, um Batterietechnologie. Ja. Ja. Aber auch um Connectivity, um Systeme, die den gewerblichen Nutzern das Leben in einem Auto einfacher und einfacher machen. Da haben wir auch mit dem Combo, mit dem Movano schon große Fortschritte gemacht dieses Jahr. Stimmt, viele neue Innovationen zeigen können. Und ich glaube, die beiden Themen werden auch in Zukunft hier weiter die Diskussion auf der IAA Mobility bestimmen. Super, wunderbar. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, sehr gerne.